Scheiße. Denk nach, Bell. Perseus. Erinnerst du dich, Perseus in Vietnam getroffen zu haben? EKG schlägt aus. Verdammt. Herzfrequenz ist hoch. Entspann dich. Konzentration, Bell. Dein Helikopter stürzte ab. Du warst allein im Dschungel. Du hast einen Bunker entdeckt. Erinnerst du dich an den Bunker, Bell? Wir müssen wissen, was in dem Bunker war. Okay. Da bekomme ich einfach Drogen ins Auge gespritzt. Das ist ja wohl nicht wahr. Durch die Augenhöhle. Wie krank seid ihr eigentlich? Das tut doch nicht not. Vertrau Adler nicht. Adler belügt dich. Vertrau ihm nicht. Hör nicht auf Adler. Er belügt dich. Finde die Wahrheit. Vertrau Adler nicht. Auf einer Mission, um Meldungen über einen sowjetischen Bunker zu prüfen, wurde euer Heli vom Boden aus getroffen. Laut deinem Bericht wachtest du inmitten eines Feuergefechts auf. Oh, Scheiße. Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong-Angriff. Oh. Du ranntest los und schnapptest dir einen M16. Nee, ein MP5. Eine andere Waffe. Ah, aua! Die doofen Gegner! Au! Leute, meine Vorrunden, der Trink muss weg! Soll ich da hinten rumlungen? Moment, was die Socken. Aua. Die übrigen Vietcong flohen zu den Bäumen. Oder auch nicht. Schöner Dschungel hier. Der Weg gabelte sich in der Nähe einer Ruine. Du folgtest dem rechten Abzweig, nicht dem linken. Okay. Runter, auf den Boden, wir kommen. Bring dich dran, mit Messer, unten bleiben. Nutz das Gras als Deckung. Drängel doch nicht so, Mann. Können wir den verlaufen? Alter Schwede. Und viel Glück bei der Mission. Tja. So. Und du? Du hörtest russische Stimmen aus einer Höhle auf der anderen Flussseite. Also hast du nachgesehen. Ich will ja gar nicht nachsehen. Nein, Bell. Du fandest den Bunker, in dem du in die Höhle gingst. Warum ist Sims, das ist Szenario Nummer 17. Ein Tunnel? Du... Okay, du zogst deine Waffe und holtest die Taschenlampe raus. Das ist echt merkwürdig.
Was zum? Hä? Wieso sind jetzt auch alle Zombies? Was ist hier los? Okay. Ich würde ganz gerne. Hallo, ich würde ganz gerne weiter. Alter, wo sind wir hier? Was zum? Lüg mich nicht an, Bell. Fang nochmal an und sag mir, wie du Perseus getroffen hast. Ja, was? Alter, wir sind ja richtig auf Droge. Was ist das denn? Himmel, was passiert mit ihm? Ein leichter Krampfanfall. Sims, reich mir bitte das Benzodiazepin. Was? Was für ein Ding? Das CIA-Programm zur Gedankenkontrolle war mit angepflanzten Erinnerungen recht erfolgreich. Wir haben eine Mission. Erhöhen wir die Dosis und starten diesmal Nummer 1B. Okay, bereit. Laut deinem Bericht war der Rest deines Teams verschwunden, als du aufwachtest. Die Vietcong suchten am Boden nach Überlebenden. Du hieltest deinen Bogen bereit, um sie lautlos auszuschalten. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Hallo. Gar nicht cool hier, Alter. Gar nicht cool. Au. Au. Aua. Aua. Hör jetzt mal auf. Schießen. Ah, nee. Leute, hört auf. Das führt doch zu nix. Aua. Arschloch! Au! 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 Sag mal! Jetzt werde ich auch noch ein Feuer getroffen. Du steht hier im Fernseher. Alter, was habt ihr mit mir gemacht? Der Weg gabelte sich in der Nähe einer Ruine. Du folgtest dem rechten Abzweig, nicht dem linken. Ich folge jetzt einfach mal dem linken. Das wird mal am Arsch lecken, Alter. Nein, wieder verraten, du Arsch. Die Seilrutsche in der Nähe war der beste Weg zurück zur Höhle. Du wolltest so schnell wie möglich zu diesem Bunker. Lazar? Bell, dreh um und nimm die Seilrutsche, um den Bunker zu erreichen. Oder von Lazar? Ich würde jetzt eigentlich doch ganz gerne. Einfach mal nicht an die Regeln halten. Du sahst ein Feuergefecht und hieltest dein M16 bereit. Hä? Kommt das M16 auch nicht mehr? Au! Oh, Leute, ein MG hier. Geil, ist er aufgewunden. Oh ja. Ouch.
Alter Leute, wie viele sind das von euch hier? Autsch! Kann doch eigentlich wahr sein. Moment, muss man anhören. Bericht beschrieben hast. Ein Labor. Da stimmt doch was nicht. Bell ist im Labor. Es funktioniert nicht. Verabreiche 1 Milliliter Adrenalin. Also, meine. Das war es, wonach du gesucht hattest. Perseus war da drin. Das ist alles so merkwürdig hier. Sims, Adler, Park. Und da liege ich. Wir bleiben weiter bei Szenario Nummer 1. Bell, wir haben eine Mission. Das würde ich nicht empfehlen. Ich habe dich nicht gefragt. Alter, ihr bringt mich nach oben. Laut deinem Bericht wachtest du inmitten eines Feuergefechts auf. Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong. Du schnapptest dir einen Granatwerfer und ranntest los. Jawohl! Na, willst du auch noch? Bitte schön! Warte mal, du siehst aus wie Adler. Hier ist er. Hä? Au! Die sehen alle aus wie Äpfel. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Okay, wir hören jetzt einfach mal drauf, was er sagt. Der Weg gabelte sich in der Nähe einer Ruine. Du folgtest dem rechten Abzweig, nicht dem linken. Kann das doch mal richtig nachladen, bitte, die Textur? Runter, auf den Boden! Komm! Hinter dich dran, mit Messer, unten gleich. Ja, okay. Nutz das Gras als Deckung. Ja. Und dann eben geschissen. Was
Hölle sollte denn das? Das hätte uns alle das Leben kosten können. Wärst du in meiner Einheit, würdest du einen Monat lang die Latrinen putzen. Komm zurück! Ich bin noch nicht fertig mit dir! Du hörtest russische Stimmen aus einer Höhle auf der anderen Flussseite. Also hast du nachgesehen. Das wird alles so merkwürdig hier. Du griffst nach deiner Schrotflinte und hattest einen Bogen dabei. Dann bemerktest du ein Treffen von Vietcong-Soldaten mit sowjetischen Akten. Hey. Scheiße, ich bin oben, Alter. Gefangen. Ja, Bell. Das war die Tür zum sowjetischen Bunker. Ja, wollen wir doch mal hoffen. Ist mir egal, ob die Scheißtür klemmte, mach sie auf. Nee, die Tür ist gar nicht mehr da. Alter, irgendwas stimmt hier nicht. Hier stimmt. Warte, die Bell noch eine Spritze. Alter, Leute, hört auf. Das könnte tödlich sein. Bells Herzfrequenz ist bereits... Tu es! Sofort! Nein! Hört doch mal auf jetzt! Nein. Herzfrequenz steigt extrem. Ich weiß nicht, wie lange Bell das noch aushält. Oh Leute. Leute, mir geht's nicht gut. Gut, der Körper stabilisiert sich. Die Herzfrequenz sinkt. So, Bombe fallen lassen. Was geklappt ist. So, fertig. Leute, was macht ihr mit mir? Was? Ganz kurz nochmal. Hör auf, dich im Kreis zu drehen. Wieso wird hier alles noch einmal so ein? Dich im Kreis zu drehen. Warum wieder Bunker? Der Bunker. Leute. Das wird alles so merkwürdig. Es ist kurz nach 9. Ah. Hör auf, meine Zeit in diesem Flur zu vergeuden. Was, das Labor? Was zum Henker macht Bell im Labor? Alter. Hier wird man noch bekloppt. Bell, vergiss das scheiß Labor. Ich muss wissen, was mit dem Bunker ist. Was habt ihr mir bloß gespritzt? Und ihre Verbündeten. Verzehrung habe ich.
Was? Also Persisch. Oh, das kann man ja alles gar nicht lesen. Jetzt willst du meine Meinung. Tu es. Wir gehen nicht mit leeren Händen. Szenario 17. Bereit. Bell, wir haben eine Mission. Eine Leute. Da waren wir schon. Springe zur nächsten Stelle. Ich weiß, was geht Die hier ab? Die Bunkertür war da in der Ruine, Bell. Du gingst hinein. Bell, geh jetzt in den Bunker. Ja, mach ich. Die bringt mich noch um. Ich bin schon so voll gepumpt mit irgendwelchen Zeugs. Das ganze Spiel wird ganz merkwürdig. Und die Texturen waren nicht richtig. Und wo er die Atombomben zünden wird. Wo ist er, Bell? Genossen, die USA und ihre Verbündeten verzehren alles, was uns lieb und teuer ist. Unsere Anführer sind schwach angesichts dieser Bedrohung. Es ist Perseus Pflicht zu handeln, wenn sie versagen. Bald besitzen wir eine amerikanische Atombombe. Den Schlüssel zu ihrem gesamten Greenlight-Arsenal. Haben wir erst die Kontrolle, zünden wir die Waffen aus sicherer Entfernung in Solovetsky. Das Gedächtnis zu löschen ist schwierig und schmerzhaft. Das ist ein recht kleiner Preis. Das hier EU-Programm zur Gedankenkontrolle war mit eingepflanzten Erinnerungen recht erfolgreich. Soll ich etwas über meine Zeit in Vietnam erzählen? Zuletzt braucht man eine Kommandophrase, um die eingepflanzten Erinnerungen zu triggern. Wir haben eine Mission. Wir haben eine Mission. Du musst es darüber reden, Schlucker. Programmierung des Objekts scheint sich festzusetzen. Wir haben eine Mission. Wir kennen uns seit Jahren. Haben zusammengekämpft, geblutet und gemeinsam in Vietnam die Hölle erlebt. Wir haben eine Mission. Wo das Training abgeschlossen ist, braucht das Objekt nur noch einen Namen. Ja. Okay. War also alles eine Lüge? Jetzt wird's interessant. Das war ja echt ekelhaft. Ständig diese Spritzen ins Auge. Dann bin ich doch jetzt blind auf dem linken, oder was? Habe ich jetzt den grauen Star? Ach Gott, Leute. Die Kampagne, die ist echt... komisch, verwirrend, bisschen verwirrend. Erinnert mich auch zum Teil jetzt ein bisschen an Bioshock, der erste, wo es immer darum ging, wärst du so freundlich? Und dann haben wir das alles gemacht und da wurden wir auch belogen. Wurden wir jetzt hier auch belogen oder was? Er kommt zu sich.
Bell, keine Spielchen mehr. Was hat Perseus gesagt? Wo ist er? Du bist verwirrt, Bell. Wir erklären dir später alles. Jetzt müssen wir einander helfen. Wir gaben dir eine zweite Chance, als du am Arsch warst. Jetzt wollen wir im Gegenzug deine Hilfe. Bell, du warst einer von Perseus' Agenten. Sein Partner Arashka Divar hat dich auf der Rollbahn in der Türkei verraten und wollte dich töten. Okay. Wenn das Flugzeug Trabzon verlässt, macht es Halt in Tuga. Das weißt du. Was du nicht weißt, Perseus wird nicht dort sein. Keiner dieser Söldner wird Tuga lebend verlassen. Wir lassen ihre Leichen im Wald zurück. Dann bringen wir die Waffen zu Volkov in Berlin. Von da aus fliegen wir nach Solovetsky. Okay. Für dich habe ich andere Pläne. Perseus hält zu große Stücke auf dich. Ich kann keine Konkurrenz gebrauchen. Was? Was für ein Arschloch. Wir waren dort. Wir fanden dich, nachdem alles vorbei war. Die CIA hat dich neu erfunden, Bell. Wir mussten dir eine neue Identität geben, um die alte zu ersetzen. Letztendlich blieb kein spezifischer Hintergrund hängen. Du hast dich allem widersetzt. Also haben wir es geheim gelassen. Und als Bonus konnten wir deine linguistischen und kryptografischen Fähigkeiten nutzen. Die Herausforderung war deine Erinnerung. Das MK-Ultra-Programm nutzte Atlas-Missionen in Vietnam als Vorlage. Ihr brauchtet ein gemeinsames Erlebnis, eine lebenslange Bindung, um Vertrauen aufzubauen. Okay. Nein, schätz dich glücklich. Du hattest diese Erinnerungen nur wenige Monate. Ich lebe seit über einem Jahrzehnt damit. Verhöre haben bei dir nicht gewirkt, aber dank der MK-Ultra-Forschung hatten wir einen Plan B. Wenn du glaubtest, du wärst jemand anderes, konnten wir dich dazu bringen, alles preiszugeben. Genug, um uns hierher zu bringen, aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben eine Mission. Die Kommandophrase hat dich in Schach gehalten, aber wir haben nicht alles gekriegt. Deine innersten Geheimnisse waren immer hinter einer Tür versteckt. Bell, im Moment wirst du uns vermutlich hassen, was wir getan haben. Du musst verstehen, was hier auf dem Spiel steht. Thank you.